Das Gesittet hier, herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz in diesem Jahr. Und nach einem doch sehr spannenden Spiel 0:0, denke mal, aber verdient aus meiner Sicht, aber die Trainer werden sicherlich ihre Antwort haben. Vielleicht lassen wir zuerst unseren Gast, Herrn Lehmann, zu Worte kommen. Wie schätzt er das Spiel ein? Ja, erstmal willkommen in die Runde, hallo. Am Ende des Ergebnisses gibt es nicht, genau wie die Tabelle nicht. Ich bin natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden, ist klar, weil wir schon den Anspruch hatten, heute hier zu gewinnen. Ich glaube, auf dem Spielverlauf wäre das möglich gewesen, wenn man seine Chancen besser nutzt. Am Ende ist es so, dass wir an der Stelle dann für den Punkt gewinnen auch gratulieren müssen an der Stelle. Wir müssen gucken, dass wir ja auch nicht die Latte für uns zu hoch legen. Ich denke, dass wir heute erstmal einen gut zu bespielenden Platz hier hatten, das auch gar nicht schlecht gemacht haben. Und am Ende müssen wir mit dem Punkt dann auch zufrieden sein. Wir müssen mal ein Spiel aufladen, weil das schon relativ intensiv war das letzte halbe Jahr. Mit dem Ergebnis ja, müssen wir dann umgehen. Dann müssen wir vielleicht gucken, dass wir in der Rückrunde woanders wieder die Punkte aufholen. Aber ich glaube, für Brieselang war das jetzt vor der Pause gar nicht so schlecht. In dem Sinne können wir uns mal als Weihnachtsmann hier fühlen und mal auch mal ein Geschenk sein. Ich glaube, ich werde jetzt so viele Spiele für euch nicht gesehen, schätze aber den Kollegen. Und deswegen drehe ich euch die Daumen, dass er aus der Rückrunde oder in die Rückrunde gut startet. Ich denke, dass dieses Jahr das relativ ausgeglichen eigentlich ist. Und vielleicht noch mal nicht vorbei ist, also Kopf hoch bei der Ackern und dann sehen wir uns vielleicht im... Wir sehen uns wieder! Nein. Ich meine nicht, dass ich hier abschalte, dir vielleicht auch schon viel Spaß mache. Wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, gute Rutsche und kommt wieder. Ja, erstmal sicherlich ein Erfolg, gegen den Angstgegner mal einen Punkt geholt zu haben. Finde ich ja erstmal gut. Wie ist deine Einschätzung? Ja, also auch von mir ein herzlich willkommen in die Runde. Und ich muss natürlich sagen, dass wir den Punkt sehr, 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 sehr gerne mitnehmen. Denn den hatten wir nicht unbedingt auf dem Zettel, so ehrlich muss man auch sein. Und man muss, glaube ich, auch festhalten, und da muss ich dem Uwe definitiv recht geben, wenn Lichtenberg die Chancen nutzt, die definitiv da waren, dann holen wir hier diesen Punkt eventuell nicht. Aber ich muss auch immer wieder sagen, so ein Pünktchen muss man sich auch mal ein Stück weit erarbeiten. Und da muss ich meiner Mannschaft heute von der ersten bis zur letzten Minute ein Kompliment aussprechen, dass wir es geschafft haben, in der Defensive so organisiert zu spielen, die Räume versucht haben, sehr, sehr eng zu machen. Das ist das Positive, was wir heute mitnehmen müssen. Ja, oder einige von euch haben die letzten Spiele gesehen, da war das Ding eigentlich nach einer Viertelstunde schon immer entschieden. Die Lichtenberg haben bei einer Halbzeitpause noch nie gesessen und gesagt, Mensch, wir haben noch nicht verloren. Ja, also von daher ein Riesenschritt nach vorne heute. Und auch das zeigt mir, dass die Mannschaft noch lebt, dass sie an sich glaubt. Und wir sind heute positiv in die Rückrunde gestartet, witzigerweise. Ja, denn das war das erste Spiel der Rückrunde. Und jetzt werden wir die drei Wochen Weihnachtszeit genießen. Und dann werden wir versuchen, in den nächsten 15 Spielen alles das aufzuholen, was wir da hinten liegen gelassen haben. Und dann hoffentlich nochmal zweimal gegen Lichtenberg zu spielen, würde mich nämlich sehr freuen, denn ich schätze die Kollegen genauso und wünsche mir auch für den Ort, für den Verein, dass es hier in der Oberliga weitergeht. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Weihnachtssingen jetzt hier gleich draußen. Ich hoffe, ihr wart im Trainingslager. Ja. Und danach dann eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, und dann sehen wir uns im Februar hier wieder. Danke euch. Ja, ich hätte mal vielleicht noch den Trainer von Lichtenberg. Habt ihr nach den drei Ergebnissen, den drei vergangenen, Brieselang vielleicht unterschätzt oder noch verunsichert von der Vorwoche von dem Ergebnis? Oder? Na, unterschätzen jedenfalls nicht. Das wäre peinlich. Wir beschäftigen uns eigentlich mit jedem Gegner vorher so intensiv, wie wir das können.
den Silo letzte Woche zum Beispiel, auch wenn es Kunstrasenplatz ist, eine völlig andere Rahmen. Rahmen, der zum Beispiel steht, das ist hier ein hervorragender Kunstrasenplatz in einer großen Größe, wo du im Normalfall, egal ob gegen Rieselang oder Hertha BSC Profis, Fußball spielen kannst, Räume bekommst, das ist in Seelo auf dem Parkplatz da nicht so möglich. aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir trainieren auch auf einem sehr alten Kunstrasenplatz, das heißt, für mich gibt es da sowieso keine Entschuldigung, weil der Gegner auf dem gleichen Platz spielt und unterschätze in jedem Fall nicht. Fakt ist eins, dass wir hinten raus jetzt in beiden Spielen sicherlich nicht die Punkte geholt haben, die wir auch uns erhofft haben. Aber auch in Seelo war es so, sie haben alles reingeschmissen, hatten richtig Rast, hatten richtig Schaum vor dem Auge, da muss man auch sagen, Chapeau, verdient. Und wir müssen dann intern, das machen wir ausschließlich intern, übersprechen, was schon reicht. Das habe ich doch nicht wirklich gesagt, warum wir heute nicht gewonnen haben. Lag auch am Gegner, aber schon 4-5 Mal rein vor dem Tor, da muss er auch immer mal rein. Gut. So, dann kann ich mit den Wünschen nur anschließen, besonders unseren Gästen eine ruhige Einfahrt, keinen Stau und einen schönen dritten Advent noch, schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann wünschen wir euch auch weiter gute Ergebnisse in der zweiten Halbzeit. Jetzt könnt ihr jeden schlafen.